Das Problem sind nicht die Juden, das Problem sind die Zionisten. Richtige Juden mögen keine Zionisten. Die meisten Zionisten sind falsche Juden. Bedauerlicherweise wurde etwas Neues in unserer Welt entwickelt. In den letzten vergangenen 100 Jahren ist eine Bewegung, eine neue Ideologie namens Zionismus entstanden. Die Leute verwechseln Judentum und Zionismus miteinander. Sie denken, es wäre das ein und dasselbe. Aber dieses Vorurteil ist weit entfernt von der Wahrheit, weil Zionismus das dramatische Gegenteil von Judentum ist. Das Judentum ist eine Religion, eine Spiritualität, um Gott zu dienen und sich vor Gott zu ergeben. Praktiziert von Juden seit Tausenden von Jahren, um Gottes Zufriedenheit zu erreichen. So wie Gott barmherzig ist zu seinen Geschöpfen, so müssen wir auch barmherzig zu unseren Mitmenschen sein. Zionismus ist eine Transformation des Judentums in etwas Neues, etwas, das von Grund auf anders ist. Es ist Nationalismus, ein politisches Ziel, um ein Land zu besitzen, um eine stolze Nation unter den Nationen zu sein. Sie wollen Gottes Gebote aus dem Gleichgewicht bringen. Das Judentum war der Weg der jüdischen Menschen seit Tausenden von Jahren für gottesfürchtige Juden. Zionismus ist eine 100 Jahre alte Bewegung, die von ungläubigen, nicht religiösen Männern aufgerichtet und ausgeheckt wurde. Wie Theodor Herzl. Leute, die die Religionen verabscheuen und hassen. Sie haben nach einem Ausweg gesucht, nach einem Weg, um wohlüberlegt zwischen Leuten unterscheiden zu können und lassen die Leute, die aus der Gesellschaft verbannt wurden, nicht verbleiben. Sie lassen sie nicht übrig. So haben sie sich eine neue Form des Judentums gegeben. Der Kongressmann Julius Kahn präsentierte Woodrow Wilson. Drei verschiedene prominente amerikanische Juden. Sie waren Henry Berkowitz von Philadelphia, Max Senior von Cincinnati und Professor Morris Jastrow von der Universität von Pennsylvania. Wir erhoben unsere Stimmen, um zu warnen und zu protestieren gegen die Forderung der Zionisten für die Umorganisation der Juden in eine nationale Einheit, dem jetzt oder in Zukunft territoriale Souveränität in Palästina verpflichtet werden sollte. Die Forderungen missinterpretierten nicht nur den Lauf der Geschichte der Juden, welche vor 2000 Jahren aufgehört haben, eine Nation zu sein, sondern verwickelten die Einschränkungen und Möglichkeiten der Aufhebung der Forderung bei den Juden für die volle Staatsangehörigkeit und die Menschenrechte in allen Ländern, in denen diese Rechte noch nicht gesichert sind. Wir forderten nach der Organisation Palästinas für einen freien und unabhängigen Staat, um unter einer demokratischen Form regiert zu werden, von einer anerkannten Regierung ohne Unterschiede zur Bekenntnis, zur Rasse oder zur ethischen Abstammung und dass die Regierung mit angemessener Kraft für die Sicherheit des Landes gegen die Unterdrückung jeglicher Art vorgeht. Wir wollten keinesfalls sehen, weder jetzt noch in der Zukunft, dass Palästina ein jüdisch organisierter Staat wird. Die Tora ist sehr deutlich in Bezug auf die Verordnung der Verbannung jüdischer Leute vor 2000 Jahren. Wir wurden ausdrücklich von Gott gewarnt, dass es uns verboten ist, zu versuchen, unsere eigene Niederlassung oder Organisation zu gründen.
Es ist uns verboten, einen eigenen Staat zu haben, selbst in einem unbewohnten Land. Wir müssen akzeptieren, dass unser Dasein vertrieben wurde vom Lande Palästina. Und die Zerstörung des Tempels war nicht wegen unserem physischen Mangel, sondern nur wegen unserem spirituellen Mangel, dass wir noch nicht in einem ausreichend hohen Level der Spiritualität erlangt sind. Die Bücher der Propheten sind offen und jeder kann es sehen und lesen. Und das Sehnen und Beten als jüdische Leute für den Tag, wenn Gott schlussendlich alles beenden wird. Für den Tag, wenn Gott alles beenden wird in diesem Exil, wohin wir gebracht wurden. Gott selbst, ohne den Eingriff von irgendjemanden anderen, wenn die ganze Menschheit Gott anerkannt hat, wird eine metaphysische Veränderung in der Welt stattfinden. So wie es die Beschaffenheit von den Vereinigten Staaten in der konkaven Wand, die Jesaja-Wand ist, dass der Tag kommen wird, wenn sie ihre Schwerter schlagen und Pflugscharen geschmiedet werden und die eine Nation das Schwert nicht erheben wird gegen die andere Nation. Das ist es, wonach wir jüdischen Leuten uns sehnen müssen und wofür wir beten müssen. Und bis dieser Tag kommt, müssen wir loyale Bürger, beispielhafte Menschen sein für diese Welt, um Gott zu dienen und sich ihm zu niederlegen. Und wir müssen gutherzig sein, wir müssen gute Menschen sein, so wie es Gott uns befiehlt. Das Heilige Land sollte ein Ort des Friedens und der Einheit sein. Ein Land, das auf Gerechtigkeit errichtet wurde. Ich beginne meine Rede damit zu sagen, dass ich eine Palästinenserin bin mit starken armenischen Wurzeln, mit einer Verpflichtung, Palästina als Ganzes zu dienen. Ich bin ein Produkt eines Palästina, das ein freier Staat Israels war. Mit einem Geburtszertifikat, auf dem Palästina steht. Und ich denke, dass ich eine Vorstellung an mir anhaften sehe, von dieser wunderschönen geografischen Sicht, die in einem Topf von verschiedenen ethischen Gruppen zusammenschmilzt, welche in meinem christlichen Glauben auch die Wiege des Christentums ist, aber auch die Quelle des Judentums und Islam ist. Wenn wahre Juden, Christen, Muslime, Hinduisten und Buddhisten die zionistische Agenda ablehnen würden, die sich in unserer heutigen Zeit ausbreitet, wie könnte dann der Zionismus als die mächtigste politische Bewegung bestehen bleiben? Und ich weiß, dass ich unter Freunden war, als ich APEC besuchte. Unter guten Freunden. Freunde, welche meine starke Hingabe mit mir teilen, um sicherzustellen, dass der Bund zwischen den Vereinigten Staaten und Israel unzerbrechlich wird, unzerbrechlich heute, unzerbrechlich morgen, unzerbrechlich für alle Ewigkeiten. Ich bin sehr stolz darauf, Teil einer starken, parteiübergreifenden Übereinstimmung zu sein, das bei Israel steht, im Angesicht aller Drohungen. Das ist eine Hingabe. Das ist eine Hingabe, dass wir beide, John McCain und ich, teilen, weil die Unterstützung für Israel in diesem Land über die Partei hinausgeht. Unsere Verbindung basiert auf geteilten Interessen und geteilten Werten. Diejenigen, die Israel bedrohen, bedrohen auch uns. Israel stand dieser Bedrohung immer an der Frontlinie gegenüber. Und ich werde das Weiße Haus zu einer unrüttelbaren Verpflichtung bringen, um Israel zu beschützen. Wir wissen, dass die Gründung Israels angemessen und notwendig war, verwurzelt in den Jahrhunderten des Kämpfens und den Jahrzehnten langmütiger Arbeit. Aber 60 Jahre später, und wir wissen, dass wir nicht nachgeben dürfen, können wir nicht abtreten. Und ich als Präsident werde es niemals zur Gefährdung kommen lassen, das Kompromiss eingehen, wenn es um die Sicherheit von Israel geht.